Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute. Hi. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute mit einem kleinen besonderen Video. Svetlana sitzt bei den Neuzugängen. Das letzte Neuzugänge-Video ist, glaube ich, erst 2-3 Wochen her. Seitdem wurde hier schon ganz viel wieder angeschleppt. Und ja, Svetlana sitzt heute hier, sagt immer, ja, du hast so einen Dachschaden. Ständig kommen hier irgendwelche neuen Sachen an, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und ich werde dir heute die Sachen so geil verkaufen, dass du denkst, dass die für dein Leben zukünftig absolut unverzichtbar sind. Und du willst unter Beweis stellen, dass sie ohne diese Spiele nicht mehr hier leben können. Selbstverständlich nicht. Genau. Nicht ohne diese Spiele und auch nicht ohne die anderen Spiele, die alle hier hinten sind. Aber wir nehmen heute nur mal die, die hier vorne am Start sind. Wir fangen einfach mal ganz kurz an mit Exploding Kittens in der Erwachsenenversion. Ich war letztens morgens vor der Arbeit mit den Hunden raus und sehe, hä, was ist das denn da hinten in der Ecke? Da hat da diese Postbote ein Paket, so ein kleines Päckchen drüber geschleudert. Mhm. Das lag übelst im Regen, in der Pfütze, vollkommen assi. Und da war Exploding Kittens drin und der Arne Proctor, der hier zuguckt, hat gesagt, ah, bei mir zu Hause mit den Kindern kommt das nicht auf den Tisch. Du hast doch mal gesagt, du brauchst das. Brauchst das? Ja, Digga, ich brauch das. Und er hat es uns netterweise dann geschickt. Ein super, mega Akt der Güte. Wir haben uns auf jeden Fall super tierisch darüber gefreut. Das Normale haben wir ja schon. Jetzt können wir es kombinieren und können es zu 10 zocken. Und Sveti sagte witzigerweise am Tag vorher noch, ich meine, wir haben über 4000 Zuschauer mit Abo plus die, die ohne zu gucken. Der Arne hat aber auch schon lange nichts mehr kommentiert. Ich denke, hä? Ja, stimmt eigentlich. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag war dann schon ein Päckchen da. Ja. Was? Sehr witzig halt eben. Stehst auf jeden Fall ab jetzt auch in unserem unsichtbaren Buch der coolen Leute für alle. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Dann noch eine Kleinigkeit. Letztes Jahr, als wir in Nürnberg waren, waren wir dieses auch am... Jahr. Dieses Jahr war das? Ja, im Januar. Crazy, ja, okay. Aber Januar ist ja fast letztes Jahr. Waren wir in Nürnberg bei am Stand von Okidoki Dice und die haben uns ein paar Würfelproben quasi zur Verfügung gestellt. 4 Stück haben wir davon hier noch über. Die machen so verschiedene Würfelsets für RPG und normale Würfel in den verschiedensten Kolorierungen und Ausführungen und alles drum und dran. Die haben allerdings nur so ein B2B-Geschäft. Das heißt, wenn ihr an den Würfeln interessiert seid, dann müsst ihr einfach mal beim Laden eures Vertrauens nachfragen. Wir haben auf jeden Fall hier noch 4 Exemplare, die wir demnächst an euch rausschroten werden. Und das werden wir auf der BerlinCon werden wir das auf jeden Fall machen, weil wir haben so viele Würfel, wir können ja gar nicht mit so vielen Würfeln anfangen. Damit kommen wir eigentlich zu einer nächsten geheimen Überraschung. Also die Überraschung ist eigentlich jetzt, eigentlich weiß es noch keiner, deswegen ist das jetzt so eine Vorüberraschung. Wir werden es im anderen Video auch nochmal so tun, als wäre es nochmal eine neue Überraschung. Aber für die Leute, die dann das Video nicht gesehen haben und das nächste gucken, ist es dann halt eine richtige Überraschung. Aber wir überraschen euch jetzt vorher mal. Und zwar geht es auch um die BerlinCon. Und zwar gab es da für die ganzen Aussteller, für die Blogger. Letztlich ist es ja eine Blogger-Messe, irgendwie Zuschauer-Blogger-Messe. Es gibt auf jeden Fall einen Blogger. Eine Community-Messe. Eine Community-Messe, ne? Genau. Und es gibt halt einen Blogger-Bereich für YouTuber und Blogger, die sich da mit ihren Leuten und so weiter treffen können. Und wir haben uns da auch an dem Samstag, guckst du gerade nach wann? Wie spät, genau. Am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr, meine ich. Ich meine auch. Ich glaube, haben wir auf jeden Fall diese Blogger-Ecke für uns quasi reserviert beim Alex und haben mir jetzt überlegt, was machen wir denn da? Da könnt ihr uns quasi treffen. Das Problem ist nur, beim letzten Mal haben so viele Leute mit uns gequasselt. Genau, zwischen 14 und 15 Uhr. Da haben so viele Leute mit uns gequasselt, dass wir gar keine Zeit hatten, mit jedem irgendwie ausführlich zu reden. Ja. Und deswegen fanden wir das auch irgendwie blöd. Dann stehst du denn da, jeder möchte irgendwie mal mit dir ein Wort wechseln. Deswegen werden wir mit euch allen zusammen was spielen. Und ich habe mir dann überlegt, ach, normalerweise ist diese Bloggerzone ja dafür, dass man Interviews machen kann, alles drum und dran, für die ganzen Kollegen und so. Aber nicht, wenn der Digger da auf der Bühne ist. Ich habe für uns alle nämlich eine Bingo-Maschine gezogen. Ich ziehe mir noch so ein kleines Mikrofon und... ja, wer dann Interesse hat und Bock hat, mit uns was zu machen, der kommt... ich wollte eigentlich schon immer mal Bingo machen. Der kommt einfach dann... einfach mal Bingo-Meister sein. Ja, wollte ich schon immer mal Bingo-Meister sein. Der kommt dann einfach... Ich wollte schon immer Bingo-Fee sein. Ja, dann ist es doch super. Du körbelst an dem Ding und ich tanze halt eben ein bisschen auf der Bühne. Es kommt ja zwischen 14... Also müsst schon eigentlich um 14 Uhr dann da quasi sein, da am Start sein.
Und dann spielen wir mit euch Bingo. Ich habe ganz viele Karten geholt, dass es auf keine Doppelungen gibt. 500 verschiedene Karten mit so Abreißzetteln, die teilen wir dann da aus. Kann sich jeder eine holen. Und ich nehme eine Kiste mit Spielen, nehme ich auf jeden Fall mit. Eine Grabbelkiste. Und dann, wer da was gewonnen hat, der kann dann da reingreifen und sich einen Teil aussuchen. Da kommen auch die Würfel rein und so weiter und so fort. Und ich stelle mir das alles unheimlich witzig vor. Und ja, da seid ihr auf jeden Fall alle herzlich eingeladen. Ich freue mich auch. Dann auf der BerlinCon. Schön. Mit dem Digger Bingo zu zocken. Das wird auch so im Programmheft angeblich drinstehen. Samstags ist Digger mit dem Bingo. Und mal gucken, ne, was da sonst noch so geht. Vielleicht zocken wir auch zweimal Bingo, wenn sich da am Sonntag keiner anmeldet. Vielleicht machen wir sonntags nochmal eine kleine Bingo-Runde, weil ich habe keinen Bock mehr, was von den Sachen mit nach Hause zu nehmen. Da sind kleine Spiele drin, da sind Spiele drin, die übergeblieben sind von meinem Regal aus, Mistvideo, wo ich keinen Bock hatte, das irgendwie alles dann zu verkaufen. Auch noch Wackelkandidaten sind da drin, wo ich dann sage, ah, die bleibt erstmal noch im Regal. Und die wahrscheinlich, wenn einer von euch da irgendwas rausgabeln will, dieses Spiel, dann sagt der Digger nochmal, ah, nein, das wollte ich noch behalten. Das mache ich dann wie bei hier diesem Messi-Kommando, wo ich dann nochmal in den Container reinkletter und hole das dann einzeln alles doch nochmal raus. Das kann ich doch noch brauchen für später. Ja, auf jeden Fall haben wir eine Bingo-Maschine am Start und zocken mit euch Bingo. Das wird der Hammer. Also, Leute, schreibt es euch auf euren Zettel. So, jetzt kommen wir aber zu den ernsten Sachen des Lebens. Ich habe mir mal wieder umsonst ein Spiel besorgt. Und zwar hat der Timo eine Verkaufsliste gemacht und ich sage, was? Wie, das willst du verkaufen? Das nehme ich doch glatt umsonst. Und habe von Vlada Hrtil, spricht man das? Hrtil, Dungeon Lords, kein Spiel für Helden, klar gemacht. Ist auch schon etwas älter. Czech Games Edition war vom Heidelbeer noch. Hat er dir das zugeschickt? Nee, der hat es, als er hier war, als sie für das Musikvideo gedreht hatten, hat es mir mitgebracht. Der Karton ist hier unten nur in einer Ecke, hat so ein bisschen gelitten. Ansonsten ist das noch Tutti. Das sieht aber sehr süß aus. Das ist auch ein, soweit ich weiß, ist es auch ein Arbeitereinsatzspiel. Und wir bauen einen Dungeon und müssen dann da unten, kennst du Dungeon Keeper eigentlich für den PC oder früher? Nee. Ja, da hast du so kleine Monster, du bist unten so ein Dungeon am Ausheben und mit so Räumen und so weiter und so fort. Und dann musst du da Helden reinlocken, die du dann in deinem Dungeon mit irgendwelchen Fallen und so umbringst, um dann da Punkte zu kriegen und so irgendwie. Das ist auf jeden Fall Dungeon Lords. Dungeon Lords ist ein Spiel für 2 bis 4 aufstrebende Dungeon Lords. Sie werden Tunnel graben, Gold schürfen, Monster anwerben, Fallen aufstellen und sich um all die Dinge kümmern, die ein ordentlicher Dungeon braucht. Das ist nicht einfach, weil die Vorräte begrenzt sind und die Mitspieler ihnen das Beste vor der Nase wegschnappen. Manchmal müssen sie ein bisschen böse werden, um zu bekommen, was sie wollen. Also das ist ja schon mal genau dein Ding. Doch je böser sie werden, desto stärkere Helden werden von ihrem Dungeon angelockt, um sie zu vernichten, was sie mühsam aufgebaut haben. Am Ende zählt, was sie mit der Konstruktion und Verteidigung ihres Dungeons erreicht haben und vielleicht auch ein paar Ehrentitel, die sie erworben haben. Das klingt doch alles schon mal sehr so, dass man es auf jeden Fall unbedingt mal spielen müsste. Ja, und das stimmt. Ne? Guck mal, sieht auch von vorne hier mit sehr, sehr süß. Mit dem Wichtel sie halt eben raus. Ja. Und hier geht die Treppe so runter, hier oben stehen schon Toll. Die Helden und hier unten basteln wir dann unser ganzes System. Und, das sieht sehr schön aus. Ne? Es soll ein bisschen sperrig sein von den Regeln, also ist auf jeden Fall auch ein Kennerspiel, kein super easy Spiel. Spiele-Hit für Experten 2010, also ist auf jeden Fall. Was ist das denn hier für ein Preis? Das ist Preuß der Wiener Spieleakademie. Spiele für Experten. Also schon ein bisschen wuchtiger und aber schön. Auf Deutsch. Und das kriegen wir auf jeden Fall jede Menge Zeug dabei. Cool. Ne? Oder? Und der Timo, der wollte es nicht mehr haben? Nee, der wollte das nicht mehr haben, aber der Timo hat ja auch so einen beschissenen Spielegeschmack. Das stimmt. Ne? So, dann machen wir mal ganz kurz mit dem hier weiter. Ein Spiel, was wir auch letztes Mal angesprochen haben, was wir getauscht haben, als wir beim Christian Regalbesuch gemacht haben. Mage Wars Arena. Wir haben Villainis gezockt, haben Villainis dann da gelassen und direkt gegen Mage Wars Arena getauscht. Wow, ist das eins von Svetlanas Lieblingsspielen. Es ist so dick, ich habe es dann einmal verkauft damals, wurde ein gutes Angebot gemacht. Ja, und hier ist quasi alles drin. Wir haben ein Battleboard, auf dem wir Karten drauf schicken. Es ist sowas wie ein Deckbilder, nur dass wir vorher unser Deck bilden. Es sind übelst viele Karten auf jeden Fall dabei. Wir sind alle Zauberer und jeder hat hier so ein Zauberbuch und kann sich da vorher sein Deck drin zusammenstellen. Und wenn man dann so dran ist, dann blättert man in seinem Zauberbuch und dann überlegt man, oh, was beschwöre ich jetzt hier? Mega, und was mache ich mir jetzt hier und so. Also es ist nicht wie so ein Deckbilder, wo du Karten ziehst und musst gucken, was du machst, sondern du hast direkt Zugriff auf dein gesamtes Arsenal deines Decks einfach und musst dann gucken, wann du was wie am besten
rausschrotest, die das zusammen kombinieren. Du kannst vorgefertigte Decks nehmen, du kannst zusätzliche nehmen. Es gibt Monster, du kannst deinen Helden, ist natürlich auch auf dem Spielplan, der kann Kreaturen beschwören, Tierbändiger, Zaubersprüche, der kann sich Ausrüstung holen, der kann seine Tiere und Monster verzaubern und Fallen stellen und irgendwelche Hindernisse beschwören und so weiter und so fort. Also, oder Wettergegebenheiten auch, ne? Ja, irgendwie alles hier zunichte machen. Todgeweiht, schwache Heilung, Auslöschung, Beseitigung, Durchbohren. Also Berggorilla, Makunda, Riesenwolfsspinne, alles, was das Herz begehrt. Und natürlich ganz cool. Inklusive der ganzen Erweiterung hat das abgegeben. Der Trottel hat es halt getauscht, aber er hat gesagt, bei mir wird es eh nicht gespielt. Digga, und dann ist lieber, danke, Chris, ich hab dir auf jeden Fall, da ist einiges gut bei mir. Dass es hier bei euch in guten Händen ist, dann weiß ich auf jeden Fall, wo sich das befindet. Und jetzt haben wir das ganze Ding hier und wir kriegen noch nicht mal mehr die Schachtel hier vernünftig zu mit dem Ding. Ja, gut. Das war aber auch schon bei dem. Du hattest aber, hattest du nicht noch eine Erweiterung? Ich hatte alle Erweiterungen. Hier sind, glaube ich, auch alle Erweiterungen. Ja. Ja, und hier war da, hatten die Leute noch Spielama geguckt früher. Hier ist nämlich noch der Kartenspielama, Preisträger 2012. Da war Spielama noch in, da gab es noch gar keinen Digger. Da, ja. Heute guckt das ja keiner mehr, ne? Gut. So, dann Kickstarter, lange drauf gewartet. Ich habe ein Unboxing-Video gemacht. Ich werde es folgendermaßen machen. Ich werde das Unboxing-Video hier oben jetzt einmal verlinken. Eigentlich ist es noch nicht veröffentlicht. Theoretisch, ich weiß auch nicht, wann das Video kommt, aber auf jeden Fall, sonst könnt ihr eventuell exklusiv hier oben schon über den Link schon mal auf ein nicht gelistetes Video, und zwar das Quad Heroes Unboxing zugreifen. Ein Spiel von Ryan Iller, auf Deutsch, ist in der Spieleschmiede gekommen. Sehr, sehr cool. Jetzt fragst du dich, warum brauchen wir dieses... Du hast dieses... Spieleschmiede bestellt. Nee, die haben die deutsche Lokalisierung nur gemacht, ich habe es bei Kickstarter gebackt. Ich backe ja bei der Spieleschmiede gar nichts, ich mache alles über Kickstarter. Ist zwar manchmal ein bisschen teurer, aber wenn es deutsche Lokalisierung gibt, dann macht das manchmal die Spieleschmiede. Und die verschicken das dann quasi auch. Die kriegen dann ihr Geld von dem okay. Typen, der das Projekt gemacht hat. Frag mich doch mal, warum man das braucht. Warum brauchen wir das? Boah, du kannst mich doch nicht fragen, warum wir Quad Heroes brauchen. Quad Heroes brauchen wir auf jeden Fall. Erstmal guck dir mal an, wie geil das hier vorne aussieht mit diesem USB-Spot. Sehr, sehr schön. Das mag ich ja auch wieder gerne, wenn das so total glänzend ist, ne? Es ist so eine Mischung aus Max vs. Minions und Mario Kart und Robo Rally, weil wir jeder einen so einen Klotz haben. Ich kann es dir ja mal zeigen, was. Können wir hier mal kurz reingucken, diese Dinger wow. Hier. Das riecht auch so. Wie heißen diese? Irgendwas ist so das sind Quads. Inka-Statuen? Nee, das sind so kleine, sind so Klötze mit so Gesichtern und Armen und Kopf und Beine. Es gibt verschiedene Feuer, Wasser, Erde. Und damit sind wir auf dem Spielfeld unterwegs. Und jedes Mal, wenn wir dran sind, tumbeln wir den einmal und dann macht man die Aktion, die auf der jeweiligen Seite zugeteilt ist. Was weiß ich, dann springt man einmal und so. Gibt es dann verschiedene Szenarien. Wir müssen zuerst irgendwo einen Kristall holen. Und dann ist das Wettrennen, jeder tumbelt, springt, macht. Du kannst die anderen rammeln und dann fallen die in Gruben rein. Und irgendwelche über Mauern musst du dann drüber springen. Das ist einfach so wie so ein chaotisches Wettrennen und dann hauen und stechen und wir purzeln und rutschen und machen. Und dann gibt es, was weiß ich, wo du in den Fluss springst und der Fluss treibt dich dann quasi wie aus dem Förderband, treibt er dich so mal noch nach unten, dann kommst du in den Strudel, dann drehst du dich und tammelst dann da wieder raus. 70 oder so, glaube ich. Also klingt für mich nicht nach einem ernsthaften Brettspiel, sondern eher nach einem Spaßspiel, ne? Ja, man muss aber, glaube ich, schon ganz gut überlegen, was man wie macht. Guck mal, richtig viele Karten sind hier auch dabei. Du kannst deinen Typen dann auch aufrüsten noch mit. Und es gibt auch kleine Begleitertiere, richtig so kleine Hunde, die dann noch irgendwelche Sachen und so machen. Kleine Katzen mich schon auch. Ich zeig dir jetzt noch, damit du mich restlos zu überzeugen. Da gucke ich jetzt mal ganz kurz hier rein. Ich nehme jetzt einfach mal hier so rein. Der wurde nicht lackiert extra? Ja, weiß ich nicht, was mit dem... Das ist das schwarze Schaf. Was mit ihm los ist. Oh, nee, das ist ein schwarzes Schaf. Ja, genau. Schafe gibt's dann noch. Da gibt's auch noch so Bomben. Muss aber hier mal... Wir sehen halt eben so Dinge. Guck mal, hier, der schwarze Mops. Oh. Der sieht sehr süß aus. Oder hier, Herr Elliot. Der kleine Ding. Oder Jasper, der kleine Gespenst. Du darfst so Mauern ignorieren, wenn du den hast. Oder der Maulwürfchen mit dem kleinen Rüssel. Wie süß. Oder hier Katze, Bastion.
ne, so verschiedene Sachen, oder hier die Quadfee oder der kleine Dingens. Insofern gibt es halt verschiedene Sachen. Ich zeige euch die einfach hier auch mal so ein bisschen hier. Das gefällt dem Timo bestimmt auch ganz gut, das Spiel. Ach, der Timo. Der ist Timo. Und ja, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber auf jeden Fall richtig Bock. Anleitung habe ich durchgelesen, ist auch nicht so dick, aber es gibt wieder unzählige Marker mit, wie gesagt, wo du kleine Sprungbretter machen kannst, um irgendwo drüber zu springen. Aber es ist sehr, sehr schönes Material, das muss man dazu sagen. Ja. Und du hast quasi immer, davon gibt es immer zwei, einer ist auf dem Spielbrett, den anderen hast du quasi in der Hand, damit du schon mal so ein bisschen gucken kannst, wenn ich jetzt gleich so rummachen kann. Okay. Und ne, hast auch noch ein großes Spielertableau, jeweils für deinen jeweiligen Typen hier, dem du die Aktion zuordnest. Ja. Bot-Heroes. Habe ich lange drauf gewartet und mir nie die Kickstarter-Update-Videos reingezogen, weil der Typ immer Videos gemacht hat, statt einfach mal das alles vernünftig aufzuschreiben. Ich hatte nie Bock, seine Videos dann zu gucken. Und ich lese mir Kickstarter-Updates immer mehr so als Ding durch. Ja, das, die Sache ist ja auch, dass du meistens bei Kickstarter rumturnst, während ich schlafe, ne? Und dann kannst du halt auch schlecht. Ja, du Videos schläfst gucken. Ja auch immer schon um 9:30. Nein, das stimmt. So, dann können wir nochmal, wenn wir bei Kickstarter sind, soll ich nochmal ganz kurz einen Kickstarter hier machen. Heute kam fettes Paket in diesem fetten Karton hier an. Ich stelle den mal kurz hier hin. Der ist größer als Svetlana, wie ihr seht. Und ich habe es jetzt auch noch nicht, ich habe ihn nur mal rausgeholt. So muss dann Spiel verpackt sein, wenn das kommt. Teddybär. Genau. Dann nehmen wir hier kurz mal das Messer. Das machen wir jetzt exklusiv einmal kurz auf. Das kommt aber nicht aus Frankreich, ne? So? Doch. Ja, ne? Von da aus ist das wohl, da war der EU-Hub. Viele von euch, die das Paket auch bekommen haben, einige haben es nämlich schon. Bis Ende Mai sollen alle ausgeliefert sein. Und zwar haben wir hier den Batman Gotham City Chronicles Fletch. Oh. Ja. Das ist das, was ihr bekommen habt für $100. Habt ihr diese beiden fetten Kisten bekommen. Randvoll mit Miniaturen. Das richtig geile ist Batman Artwork. Es gab halt eben, ich glaube, man kann das sogar. Also so, es ergibt, wenn man zusammenstellt, meine ich. Ah, ja. Jo. Gibt es hier quasi so, wie nennt man es nochmal, wenn es so zusammen ist? Gibt es halt eben so ein ganzes Bild. Bisschen die Kodendynamik, also Kodenmechanik, nicht Dynamik, Dynamik vielleicht auch. Ja, wir haben dann irgendwelche Helden, die wir über Spielbrett steuern, müssen Energie ausgeben, damit ein bisschen halten, haushalten. 5 Milliarden Miniaturen da drin, wo wir dann halt eben kämpfen müssen gegen die und so weiter und so fort. Wollte ich eigentlich damals nicht einsteigen, weil ich ja nie so ein Batman-Fan gewesen bin. Einfach, ich hatte damals irgendwie nicht so viel Berührung mit den ganzen Superman-Geschichten. Und dann irgendeiner von euch sagt, komm, steig da mal ein und dann... Leute, hört auf damit. Auch manchmal, was ich in den Kommentaren lese, ey, dann denke ich mir so, dann lockt ihr ihn ja auch noch. Und ihr wisst auch, ich bin leichte Beute. Ja, bin dann da halt eben eingestiegen und wir haben... ja, jetzt haben das wir Batman hier aus. Im Haus. Cool. Oder? Sieht ja, geil aus, ne? Sieht auf jeden Fall schön aus. Kann dann auch zu den ganzen Originalverpacken. Ist aber kein Kampagnenspiel oder so, ne? Ja, ich glaube Szenarien, Kampagnen, ich hatte glaube ich alles wieder mal. Okay. Ja, Kampagnen sind ja immer doof bei uns. So ein bisschen. Leider. Aber sieht geil aus, oder? Auf also, jeden Fall, definitiv. Das kann man nicht sagen. Von hinten kann man jetzt leider nicht so viel sehen, irgendwie. Aber ja. Batman, Gotham City Chronicles sind da. Dann ein Spiel, was wir letztens ja schon drüber gesprochen haben, jetzt kann ich euch die Erweiterung aber auch noch kurz zeigen. Hand of Fate, Ordeals, auch kennengelernt, diese Regalbesuche, die sind auch für mich immer ein Untergang. Ne? Dann, danach bin ich wieder am Shoppen, weil ich dann auch irgendwelche Spiele haben will, die die Leute halt eben gerne haben. Ja, und hab hier Hand of Fate, hier ist die Erweiterung, die wir zuletzt angesprochen haben. Es beruht wohl irgendwie auf dem Computerspiel, ich kenne das Computerspiel überhaupt gar nicht. Das zusammen kostet... 130 Euro. Für 130 Euro. Ohne die Erweiterung, die eigentlich gar nicht so mega viel bietet, kostet das ganze Ding ca. 50. Aber die Erweiterung ist halt eben so rare. Ich habe jetzt für beides zusammen, ich glaube 90 oder 100 oder so, dann bezahlt, habe es mir einzeln gekauft. Vielen Dank nochmal an die Oma, der hier zuschaut. Den habe ich angeschrieben bei Kleinanzeigen. Ich sage, Digga, ich
Sport dann Degen. Ah, Digga, oh krass, heftig, guck der Kanal immer und so, dies, das. Nee, ich will das zusammen abgeben. Dann habe ich dann nur geschrieben, deine Nachricht kam unverständlich an. Ich habe nur verstanden, ja klar, für 50 Euro kriegst du das auf jeden Fall. Inklu Versand, versteht sich. Und dann hat er gesagt, ja gut, weil du es bist. Und da habe ich mich natürlich dann sehr gefreut. Also wieder mal einen kleinen Digger-Bonus, Familienbonus dann bekommen. Und habe das jetzt komplett, das habe ich auch gleich aufgemacht. Wir haben es schon gespielt. Ja. Wir werden so Jumanji-mäßig in so ein Game reingesorgt von dem Dealer. So ein, was weiß ich, man kann sich das so vorstellen, wie wenn so ein Wahrsagerwagen auf dem Jahrmarkt reinklettert und dann möchte die ein Spiel spielen. Und dann ja, und dann werden wir alle in dieses Spiel gesaugt in die Form von Helden. Wir müssen dann drei Level, Bube, Dame, König, irgendwelche Monster encountern. Ist ein Deckbilder im eigentlichen Sinne, nur dass wir uns übers Brett noch bewegen, um da irgendwelche Orte zu erkunden und zu machen. Haben wir schon gespielt, uns hat es gut gefallen. Wir können noch nicht abschließend was dazu sagen, weil wir das ist schon sehr spät war. Ja, es war schon sehr spät, aber die Deluxe-Version, Artwork, erstklassig finde ich, halt eben so richtig geil. 90s-mäßig Dungeons and Dragons, so einfach cool, weiß ich nicht, so richtig cool, oldschool, so ein bisschen Tarotkarten-Style. Ja, auf jeden Fall, so. Ja. So mystisch, ein bisschen. Ja, Hand of Fate und dann noch die Royalty Expansion. Stellen wir da hin. So, dann haben wir jetzt noch zwei Sachen. Und zwar Regalbesuch bei Silke war auch wieder fatal. Ich habe mir einen Schatten über Camelot rein, habe ich mir jetzt gezogen. Ist ja auch so ein Spiel mit Verrätermechanismus. Das kam mir übelst verkackt an, also richtig beschissen eingepackt gewesen. Aber alles der war durcheinander, aber ja, ich habe es halt noch nicht auf Vollständigkeit überprüft, aber es sieht erstmal ganz gut aus. Schatten über Camelot. Wir sind wohl irgendwie Ritter der Tafelrunde. Eine einsame Schwalbe ist am grauen Himmel. Hier. Schatten über Camelot ist ein einzigartiges kooperatives Spiel mit hinterlistigen Windungen. Als Ritter der Tafelrunde schließt ihr euch zusammen, um das Spiel selbst zu besiegen. Es gilt, Camelot gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Doch Vorsicht, bei den noblen Rittern ist nicht alles, wie es sein sollte. Einer von euch könnte ein Verräter sein, der nur darauf wartet, dass die rechte Zeit für ihn kommt. Er hält sich im Schatten, stiftet Unheil und sorgt für Angst und Schrecken. Cooles Spielmaterial irgendwie alles. Ich bin sehr gespannt. Viele sagen, es ist ja besser als unser heißgeliebtes Battlestar Galactica. Und ein Camelot-Spiel haben wir, bis auf König Arthur, haben wir auch gar kein einziges. König Arthur haben wir auch gar noch nie zusammen gespielt. Sollten wir aber dringend mal machen. Der Julian wollte es auch dringend spielen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt ja auch eingezogen. Gibt es nur noch gebraucht, ist out of print. Dementsprechend kostet es ein paar Euro. Ich habe es jetzt für 70 gekauft. Ja, haben wir dann. Ich brauche die Erweiterung. Und Leute, wer die Erweiterung hat, irgendwie Merlin, irgendwas, der soll sich bitte bei mir melden. Ich glaube, du kannst es da hinstellen. Und dann gibt es noch ein... Boah, fuck. Das ist halt eben ein Spiel, eins von den Spielen, die man nicht senkrecht lagern sollte, sondern die liegend lagern sollte. Und eigentlich hasse ich Spiele, die man nicht senkrecht lagern sollte. Und jetzt haben wir noch ein Spiel, worauf ich richtig lange gewartet habe, wo ich den Kickstarter damals auch verpasst habe. Aber es kommt jetzt raus nächste Woche beim Schwerkraftverlag und das ist hier, ich habe es direkt all in genommen, Unheil über Killford. Normal heißt es, glaube ich, Gloom of Killford. Und ja, das Land Killford ist ein bedrohliches Reich, voll mit tödlichen Monstern, geheimnisvollen Fremden und gefährlichen Gebieten. Fantasy-Spiel mit einem Hauch von Gothic. Ein bis vier Spieler gehen einzeln oder gemeinsam vor, die Rollen von Helden übernehmen und durch eine finstere Welt voller Magie und Gefahren reisen, ungewöhnliche Orte aufsuchen, noch ungewöhnlichere Leute treffen und starke Gegner besiegen, um geheimnisvolle Artefakte und mystische Zaubersprüche zu entdecken. Jeder Spieler folgt dabei der Geschichte seines Helden, einer epischen Sage von den bescheidenen Anfängen bis zum Höhepunkt, einem Kampf, der über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Ultra viele Karten sind auf jeden Fall hier drin, das ist auch gar nicht mal so leicht. Kompakter Karton, ich mag irgendwie das Design hiervon, gefällt mir auf jeden Fall. Sehr gut. Ganz, die geil. Karten sehen, also die Karten, die hinten drauf abgebildet sind, ich weiß nicht, ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen, oder es spiegelt, die sehen auch sehr, sehr, sehr gut aus. Ist auch heute erst gekommen, ja. Ne, kann man nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall hier noch eine Erweiterung, das ist hier Unheil bei Killford, schönstes Unheil. Das gibt halt eben nochmal... Seid ihr eigentlich eine Zwischenfrage? Kauft ihr euch auch immer direkt alle Erweiterungen sofort mit, obwohl ihr das Spiel nicht kennt? Ist das normal? Man hat halt so Ängste, dass es nachher die Erweiterung nicht mehr gibt. Und so. Man sieht ja schon hier an der Royalty Expansion,
Da hätte man direkt früher sich die mit. Ja, oder wie bei Castle, Castle von Logan, oder wie heißt das? Brauchte man alle. Nicht. Doch, damit man die Abwechslung halt eben auch einfach dann mal. Weil man das sehr oft spielt. Genau. Ja. So, ich bin froh, dass ich es hab. Ja? Ja. Ja, und hier haben wir auch noch, da ist dann eben noch irgendwie dieses Luxus-Set für Unheilbar Käfer, steht hier drauf. Gibt noch Würfel, 4 uralten Figurenmarker, 20 Rastfigurenmarker, 25 Gebietskarten und einen übergroßen Beutesack. Alles, was übergroß ist, ist immer gut, eigentlich, finde ich. Das ist auf jeden Fall mit dabei. Dann haben wir hier noch die Unheilbar Käfer, neue Freunde, neue Feinde Expansion. Da gibt es 45 neue Begegnungskarten, 28 neue Belohnungskarten, Sagenkarten, 4 neue Klassenkarten. Ist auf jeden Fall auch da. Und dann gibt es hier noch so ein ganz kleines Spezielles. Enthält 12 Karten, die unzensierten Originalgrafiken zeigen, die im Grundspiel nicht verwendet wurden, weil sie ein bisschen zu anzüglich oder zu unheimlich sind. Wow. Die machen wir jetzt halt mal auf. Ja. Muss ich mal kurz gucken hier. Hoffentlich ist alles nur zu anzüglich und nicht zu unheimlich für mich. Gucken wir mal ganz kurz. Ist das ein reiner Deckbilder? Ja, ich weiß es gar nicht. Nee, eigentlich ist es ein Abenteuer-Erkundungsspiel. Oh, hier sind auf jeden Fall schon Titten drauf zu sehen. Aber geht doch einigermaßen. Ja. Es ist noch viel Fell drüber. Aber trotzdem mal ganz kurz. Busen. Oh, ja. Meine ich natürlich. Ja. Wow. Hier. Wenn das jetzt nicht zensiert wird. Hier, wow. Ah, die sind alle noch angezogen. Hier, die ist das. Wow. Die hättest du, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht aufmachen dürfen. Warum? Ja, die würden nachher, weil die, sind die limitiert auch? Nee. Die sind zu gruselig, die Sachen. Also das hier ist auf jeden Fall zu gruselig für dich. Die Äbtissin der Buße. Hier so ein Schädel. Aber ansonsten sehe ich eigentlich überall nur Brüste so, ne? Ja, das stimmt. Korrekt. Ziemlich große. Ja, wie im Real Life alles hier. Cool. Ja. Ja. Die haben wir auch. Also, eventuell kann man auch nur mit diesen hier spielen. Das ganze Spiel. Ja, Leute. Da habt ihr auf jeden Fall mal wieder alles gesehen. Und was sagst du? Welche davon brauchen wir? Also jetzt als Schlüssel. Was glaubst du, was brauchen wir davon, was brauchen wir nicht? Unheilbar Käfer, also da habe ich übertrieben Bock drauf. Ja. Da hast du mich es soll wenig Story sein. Also es ist, man erlebt nicht irgendwie eine Story, sondern man hat halt seinen Encounter, muss sich so gedanklich ein bisschen selber seine Story machen. Aber es ist natürlich trotzdem Porno. Ja, aber ganz ehrlich, ob die meisten Stories in den Spielen wirklich tolle Stories sind, sei mal dahingestellt. Komm, jetzt ich nicht solche Grundsatzdiskussionen hier. Dann habe ich lieber ein schönes Spiel und die Story ist mir dann dreht egal. Also ich bin da eher so. Okay. Am meisten Bock habe ich auf jeden Fall auf Unheilbar Killforth. Und dann? Schatten über Camelot. Mage Wars, natürlich bin ich froh, dass wir das wieder haben, aber das kann ich ja nicht mit in das Ranking und das haben wir ja schon mal hier gespielt, mit reinnehmen, ja genau. Nicht. Und Batman bin ich halt auch gespannt drauf. Aber da bin ich halt ein bisschen besorgt, dass es vielleicht zu schwierig wird für mich wegen meinen Englisch-Skills. Aber na gut, ich schrecke auf jeden Fall erstmal nicht zurück, sondern lass es mal auf mich zukommen. Ich muss ja nicht die Regeln lesen. Und Dungeon Lords? Und Dungeon Lords auch, ja. Und Quad Heroes? Auch. Und dann hier noch Hands of Fate auch spielen? Auch, genau. Also so auch in der Reihenfolge. Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Und das sind auf jeden Fall meine Neuzugänge. Die stapeln wir dann jetzt erstmal ins Regal, weil wir wahrscheinlich eh nicht dazu kommen, die erstmal jetzt in der Zeit zu spielen. Gut, aber haben, ich sag mal, am Ende nochmal eine kleine Weisheit. Was man einmal gut hat, kommt ja bekanntlich schlecht nicht wieder. Bis dann, Leute. Ciao.